hoffe, ihr hattet bis jetzt einen schönen Tag. Und heute haben wir euch den Flow zusammengestellt, den ihr perfekt nach eurem Training machen könnt, um zum Beispiel eure Beine ein bisschen mehr zu dehnen oder insgesamt ein bisschen mehr beweglich zu werden. Genau, da wir natürlich im Kampfsport tätig sind, haben wir den Fokus eher auf Beine gelegt, damit der nächste Kick richtig schön hoch werden kann. Genau, und damit fangen wir an. Zunächst mal ein bisschen runterkommen, setzt euch richtig gemütlich in Schneidersitz, macht es euch so gemütlich wie es geht, macht die Augen zu und atmet dreimal tief durch die Nase bis in den Bauch ein und dann durch den Mund aus. Steht auf, wenn ihr eine Matte oder eine Yogamatte bei euch zu Hause habt, dann stellt euch so hin, dass ihr nach hinten Platz habt, also stellt euch an das vordere Ende. Genau. Dann, ich stelle mich so ein bisschen schräg hin, damit ihr gut alles seht, was ich mache, sowohl von vorne als auch von der Seite. Stellt euch ungefähr schulterbreit hin und dann fangen wir an. Ich empfehle euch, jede Übung ungefähr für 3 Atemzüge zu halten. Atmet tief bis in den Bauch ein. Und wenn ihr ausatmet, versucht etwas mehr in die Dehnung zu gehen. Dann habt ihr das perfekte Ergebnis. Genau. Dann fangen wir an. Tief einatmen, die Arme über den Kopf. Und beim Ausatmen das linke Handgelenk umgreifen und zur rechten Seite. Nächsten Einatmen wieder in die Mitte, ganz durchstrecken und ausatmen, Hände wechseln und zur linken Seite ziehen. Wollt eure Wirbelsäule richtig auseinanderziehen. Beim Einatmen wieder in die Mitte kommen, nochmal ganz durchstrecken. Und ausatmen, den Oberkörper absenken und die Hände auf den Boden. Wer hier noch nicht die Beine durchstrecken kann, einfach ein bisschen lockerer lassen und ab und zu die Beine ein bisschen abwechseln, mehr in die Dehnung kommen. Und beim Ausatmen immer ein Stückchen weiter mit den Händen und dem Kopf Richtung Boden. Nächsten Einatmen, legen wir die Hände fest ab, treten mit dem rechten Bein nach hinten in einen tiefen Ausfallschritt. Ihr solltet die Dehnung in dem rechten Hüftbeuger spüren und auch hier ganz entspannt halten, auch wenn es weh tut. Tief ein- und ausatmen. Legen wir unser Bein ab, bringen unseren Po nach hinten, strecken das linke Bein gerade aus und dehnen unsere Beinhinterseite. Auch hier versucht das Bein durchzustrecken möglichst und den Rücken gerade zu halten. Kommen wir wieder nach vorne, legen unser linkes Bein schräg vor uns in den Taubensitz. Da solltet ihr Dehnung hier spüren und eine Dehnung hier. Und hier könnt ihr entweder oben aufgerichtet bleiben oder euren Oberkörper nach vorne ablegen. Dehnung hinten in eurem linken Bein ein bisschen mehr zu intensivieren.
setzen wir die Hände wieder ab, kommen mit dem Oberkörper hoch, richten uns wieder auf und jetzt treten wir mit dem linken Bein nach hinten in den herabschauenden Hund und hier drücken wir uns schön raus, sodass unsere Wirbelsäule lang ist. Wenn ihr die Beine noch nicht richtig durchdrücken könnt, winkelt ihr ein bisschen an und fangt wieder an, auf der Stelle zu laufen, um euch an die Position zu gewöhnen. Sehr schön. Jetzt machen wir das Ganze auf der anderen Seite. Wir treten mit dem rechten Bein nach vorne und bleiben hier im tiefen Ausfallschritt. Und genießen, wenn es geht, die Dehnung im linken Hüftbeuger. Bei der Einatmung erden wir unser rechtes linkes Knie, schieben uns nach hinten, strecken das rechte Bein aus und dehnen unsere Beinunterseite. Könnt den Fuß anziehen, wenn ihr könnt, und ein bisschen weiter in die Dehnung. Bei der nächsten Einatmung schieben uns wieder nach vorne, legen das rechte Bein schräg ab und kommen in den Taubensitz. Könnt ihr euch hier auf dem rechten Knie unterstützen. Der Oberkörper ist schön aufgerichtet. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr Dehnung haben wollt, dann legt euch nach vorne auf den Boden ab. Einatmen, richtet euch wieder auf, setzt euer Bein ab und kommt wieder nach hinten in den herabschauenden Hund. Sehr schön. Dann rollen wir nach vorne, legen uns auf den Boden ab. Jetzt die Hände ein bisschen weiter nach vorne und drücken uns nach oben in die Position der Cobra. Der Blick ist nach oben und auch hier ganz tief ein- und ausatmen. Von hier aus schieben wir uns nach hinten in den herabschauenden Hund. Atmen hier letztens mal ganz tief ein und aus. Und beim nächsten Einatmen laufen wir Stück für Stück mit den Füßen nach vorne in Richtung unserer Hände. Und hier verharren wir kurz. Tief ein- und ausatmen. Und kommt dann mit einem tiefen Einatmen wieder nach oben zum Stehen. Lockert euch ein bisschen. Und weiter, indem wir uns eher für den Sidekick dehnen, indem wir die Beine schön weit auseinanderstellen und genau richtig weit nach unten absetzen. Könnt ihr hier entweder mit den Händen unterstützen oder geht noch weiter nach unten und unterstützt mit euren Ellbogen und drückt eure Hüften schön weit auseinander. Euch ein bisschen bewegen. Dann bewegen wir uns zur einen Seite. Wir strecken das linke Bein aus, das rechte Bein ist angewinkelt. Wenn ihr hier so nicht sitzen könnt, dann versucht am besten das Gleichgewicht zu halten, indem ihr die Arme nach vorne bringt. Und dann dehnen wir hier unsere Innenseite des Beins. Und
noch mehr Dehnung hinzubekommen, könnt ihr mit eurem Ellbogen das rechte Bein ein bisschen nach außen drücken. Seitenwechsel über die Mitte, auf die andere Seite und auch hier. Der Ellenbogen unterstützt das Knie. Und möglichst aufrecht sitzen. Dann richten wir uns auf, kommen wieder in die Mitte. Und wir fangen an, einfach peu à peu ein bisschen mit den Füßen auseinander zu rutschen und so lange den Oberkörper oben zu behalten, wie es geht. Rutschen. Wenn eure Hüfte und eure Beine euer Gewicht nicht mehr tragen können oder die Dehnung zu stark wird, dann legt eure Hände auf den Boden ab und rutscht noch ein bisschen weiter mit der Hüfte Richtung Boden. Versucht eure Füße zunächst parallel auf dem Boden zu halten. Und nicht vergessen, dreimal tief ein- und ausatmen. Jetzt drehen wir die Füße auf den Hacken und versuchen nochmal mehr auseinander zu rutschen. Und wer jetzt kann, setzt sich vorsichtig hinten auf den Boden ab. Wer jetzt noch nicht kann, der setzt sich einfach auf seinem Wege in den Gerätsitz und macht es euch gemütlich. Versucht euren Po ein bisschen nach hinten rauszuziehen, sodass ihr schön geraden Rücken habt. Und ja, versucht euch erstmal in der Position zu fühlen. Und dann beginnen wir den langsamen Oberkörper nach vorne bringen. Gehen wir zur linken Seite, drehen unseren Oberkörper ein, mit beiden Händen und dann den linken Fuß zu umfassen. Versucht dabei möglichst einen geraden Rücken zu behalten und nicht so einen Rundrücken zu machen. Dann tief über den Boden wechseln wir einmal die Seite zur rechten Bein. Nochmal in die Mitte und ein bisschen weiter als vorher nach vorne. Dann richtet euch auf, zieht euch vorsichtig nach hinten raus, bringt die Fußsohlen aneinander in den Schmetterlingssitz. Die Knie drückt ihr nach unten, euer auf und wer hier schon genug Dehnung hat, der geht mit seinem Oberkörper ein bisschen weiter nach unten. Ein- und ausatmen. Beim Ausatmen immer noch ein bisschen weiter. Sehr schön. Dann lockert die Dehnung, schüttelt eure Beine nochmal ein bisschen aus und kommt hoch oder setzt euch nochmal entspannt hin. Sehr schön. Ich hoffe, euch hat diese kleine Dehneinheit gefallen und vielleicht kommt ihr bei eurem nächsten Sidekick oder auch Turning ein bisschen höher. Viel Spaß beim Trainieren. Bis nächste Mal.